Hallo Leute, ja, wir sind schon ein paar Sektoren weitergeflogen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir gerade sind. Sind das Gute oder sind das Böse? Ah, das sind Gute. Okay, gehen wir mal in die Karte kurz rein. Ich bin letztes Mal hier schon weitergeflogen und wie ihr seht, gibt es hier eine Waffenfabrik und das ist unser Ziel, ja, glaube gewesen, um diese Waffe herzustellen. Da docken wir jetzt in diesem Spiel an und schauen, dass wir diese Waffe bauen können, um diese Aufgabe weiter zu erledigen. Dann würde ich sagen, nach dem Intro machen wir das. So, dann haben wir jetzt die Waffenfabrik ausgewählt und fliegen jetzt da mal hin, ne? Irgendwie ruckelt das Spiel jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum, aber naja, wollen wir hoffen, dass wir es irgendwie noch hinkriegen. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so. Bin mir da aber nicht sicher. Und wir haben wieder mal eine Möglichkeit, hier irgendwie uns zu bewegen. Ja, jetzt hat er das, glaube ich, angenommen. Wir sind da knapp dran vorbeigeflogen. Das ist doch die Waffenfabrik, ne? Ja, ich sehe. Da ist ein Dock, da oben auch. Eigentlich egal, welches wir nehmen, glaube. Dieses ist auf jeden Fall wohl auf der falschen Seite. Ja, F-Traktorstrahl, dann machen wir das doch mal, ne? So, sind wir schon da. Schauen wir mal rein. Güter handeln. Schützturm bauen. Nee, ne? Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Das heißt, wir müssen erstmal die Beziehung zu dieser Fraktion verbessern. Schade, ne? So Handelsposten gibt es hier nicht wirklich. Schade, ne? Dann fliegen wir erstmal nach Norden weiter, würde ich sagen. Norden. Das Tor nach Norden ist dort hinten. Dann fliegen wir da erstmal hin. Einmal schneller. Und gucken, dass wir dann da ankommen. Jetzt habe ich hier irgendwie die Orientierung in diesem Nebel so ein bisschen verloren wahrscheinlich. Geht aber. So, da sind wir drinnen und hoffen, dass wir hier in dem nächsten Sektor einen Handelsposten haben. Dass wir da vielleicht was bauen können, ne? Handelsposten. Und da gibt es auch die Wehi, mit denen sind wir besser befreundet, ne? Das heißt, die müssen hier in der Nachbarschaft sein, oder? Ist das der unten ausgewählt? Ich glaube ja, ne? Können natürlich mal gucken, aber ach nee, wir können mit denen jetzt nicht handeln, weil unser Frachtraum wahrscheinlich voll ist, ne? Dann lass uns mal gerade in der Karte gucken, wo kommen wir weiter? Nach Nordost. Okay, dann machen wir das eher, würde ich sagen. Wir fliegen nach Nordost, weit Nord-Nordost ist es sogar. Und schauen zu, dass wir durch das Tor da kommen, weil wir dann vielleicht in einen anderen Sektor kommen, oder? Vielleicht sind da, aber das Tor war noch nicht in der Farbe, ne? Ja, aber es kann nicht weit weg sein, wo die andere Fraktion ist, ne? So. Ja, Akku leer, ne? Da oben kündigt er das auch gerade an. Läuft gerade nicht so gut. Na, dann kriechen wir halt in das Tor, ne? Was mich ein bisschen irritiert ist gerade, dass es so schlecht läuft, das Spiel. Das hatten wir sonst ja nicht, ne? Was ist da das Problem gerade? So, neue Tore sind hier, allerdings nicht in irgendeiner Farbe, die wir kennen. Ich fliege aber trotzdem da weiter. Ja, Akku ist leer, da kommen wir jetzt nicht voran.
Ja, wir müssen gucken, dass wir dann eine Fraktion finden, die mit uns wohlgesonnen ist, damit das mit dem Waffenfabrik da, Waffen, nee, doch, Waffenfabrik ist es, weil da vernünftig was bauen können. Aber dann müssen wir eine Fraktion haben, mit der wir uns gut gestellt haben. Und diese, ja, ich hätte handeln können, aber irgendwie nicht so wirklich, weil mein Frachtraum ja schon mit den anderen Sachen belegt ist. Macht keinen Sinn, dann da zu handeln, oder? Schauen wir mal, dass wir so vorankommen. Was müssen wir denn bauen, damit unser Strom besser wird? Eigentlich Generatoren, aber Generatoren können wir jetzt wieder nur da bauen, wo es wieder eine Werft gibt, zum Beispiel, damit wir die ausbauen können, oder? Hier war jetzt auf jeden Fall keine. Und wir hoffen, dass das gleich läuft. Gibt es jetzt hier was? Handelsposten, Kreuzer, ja, das ist leider nichts, außer dass wir da hinten hin müssen. Und wieder in einer Region, wo es dann wieder schwierig ist, ne? Jetzt können wir schon mal unseren Booster anmachen, aber der wird auch nicht lange laufen, ne? Dann ist der Akku auch gleich wieder weg. Noch drei Balken, noch zwei Balken und dann war es das, ne? Naja, wir trudeln auf jeden Fall da schon mal rein und kommen dann weiter. Oder wir kommen auch nicht weiter, weil wir nicht da reintrudeln. Wir bleiben tatsächlich vorher stehen. Da hätte ich jetzt nie mit gerechnet. Ich dachte, wir slidern da noch rein. Gucken, was im nächsten Sektor ist. Ja, Onyx, was ich sagen würde, jetzt bringt mir das hier was. Ein Ressourcendepot, aber keine Schiffswerft. Und wir müssen zu diesem entfernten Tor, um da durchzukommen, ne? Das dauert wieder. Der Akku lädt da unten. Schauen wir mal. Schiffswerft war ja auch nicht, konnte ich jetzt auch nicht dann erweitern, mein Schiff. Das wäre jetzt noch was. Und ich weiß gar nicht, ob es in dieser Region dann überhaupt gehen würde, weil hier sind ja auch, ne? Sag schon, ne, ich kann noch nicht schneller fliegen. Die Frage ist dann, ob da diese Fraktion mich das bauen lässt, ne? Bisschen schneller, aber ich wollte jetzt nicht alles verplempern. So, jetzt sind wir schon drinne. Nächster Sektor und hoffen jetzt, ne, dass da irgendwo ein Tor ist, was in Blau geht und nicht in Lila. Und ein Tor, was eine andere Farbe hat? Nein. Ost, Nordost ist das einzigste. Ja, wieder nix. Wo ist das Tor? Da. Wieder eine ganze Ecke weg, ne? Ja, müssen wir hin. Hat keinen Sinn. Jetzt können wir mal schneller fliegen. Ich lasse es jetzt mal so, damit der Akku nicht gleich wieder ganz leer ist. Das bringt ja auch nicht immer was, glaube, oder? Weil jetzt wird er schon wieder aufgeladen, dass ich dann gleich wieder durchstarten kann im nächsten Sektor. Besser wäre es natürlich, ich muss nicht durchstarten und da ist das, was wir brauchen, ne? Schauen wir mal. Nordosttor haben wir, aber sonst auch
sonst sehr schöne Sachen, aber leider nicht die, die ich brauche. Wo ist das Tor da? Wieder 56 Kilometer, ey. Und da gibt es auch noch Asteroiden im Weg. Ja, ich fliege mal ohne Power jetzt, weil ist doch sehr neblig hier und ich sehe nicht unbedingt, wo ich lang fliege, ne? Jetzt habe ich den Akku leider nicht überstrapaziert. Kann aber auch nicht nochmal starten, dass ich schneller bin. Jetzt geht's wieder. So, jetzt sollten wir da hinkommen. Er lädt schon wieder. Wir fliegen aber noch. Hier war nix. Schauen wir mal, ob beim nächsten was ist, ne? Was ist jetzt hier? Nächster Sektor geladen. Und sieht so aus, als ob hier auch nichts ist. Handelsposten, Ressourcendepot, ein Kreuzer und ein Nordosttor. Wie sieht denn... Oh, wir sind gerade über einen Schlitz gesprungen. Okay. Ja, nützt nichts. Wir müssen wieder 57 Kilometer weit fliegen. Das ist nicht so dolle. Und wie gesagt, da unten ist auch wieder nicht so viel Energie drin, dass ich sagen könnte, es geht schnell. So. Hoffen wir, dass wir da reintrudeln. Ja, jetzt ist der Akku auch gleich wieder leer, ne? Ja. Hier sieht es ja ein bisschen nach was aus, aber alles Chemikalienfabriken. Hier geht es jetzt nur nach Osten weiter. Okay, dann ist das so. Und das ist aber auch wieder so weit, das Osttor, ey. Die Distanzen sind schon extrem. Aber da oben gibt es eine Begrüßung. Welche Fraktion meldet sich jetzt? Aber da ist doch ein Bug drin dann, oder? Clan, Vereinigte Clan von Olisos. Verstehe ich nicht, aber naja. Ist halt so, oder? Drücke L, um sie zu öffnen. Ich brauche gar nicht da oben hingehen. Auch sehr schön. Wusste ich noch nicht. Müssen wir dann demnächst mal machen. Oder L können wir jetzt auch machen. Okay. Geht auch damit wieder zu. Ja, die Distanzen sind alle etwas weit. Ich kann auch noch nicht schneller fliegen. Hier gibt es auch nichts, wo ich was ausbauen kann. Das gefällt uns gerade nicht, so langsam hier rumzutrudeln. Dann fliegen wir noch nach Osten. Ist auch nicht so die ideale Richtung in Kern, ne? Jetzt geht es mal wieder ein Stück schneller auf jeden Fall. Eine große Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen. Ja, das ist den sind die Xotan bestimmt, aber ich bin jetzt hier unterwegs ins nächste Ziel. Im nächsten Sektor ist auch besser so. Bringt uns nicht weiter, ne? So, nächster Sektor, nächstes Glück. Alles ist nicht da, wo es sein soll. Hier gibt es wieder eine Waffenfabrik, bringt mir aber nichts. Eine Schiffswerft gibt es hier nicht. Und das Tor, wo ich hin will, ist wieder 56 Kilometer weit entfernt. Auch geil, oder? Ja, Akku ist gleich wieder dann leer wahrscheinlich. Das kommt auch noch dazu, ne? Naja, dann würde ich sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.